befinde mich hier ca. 30 Meter von der Stelle weg, die ich sonst immer benutze. Das ist da hinten. Und ich hatte mir hier mit einer Baumarktplane für 3,99 jetzt eine kleine Hütte gebaut. Die werde ich wohl auch demnächst öfters benutzen. Und da ich nicht umsonst hier hinkommen wollte, ohne euch was zu zeigen, habe ich mir die Opinel-Säge gekauft. So, das ist die Opinel-Säge, das ist die Größe 12. Ich habe auch gleichzeitig mein Opinel Nummer 12 mitgebracht und wollte mal demonstrieren, ob oder wie gut sie ist, wie schlecht sie ist, ob die was taugt. Bei feuchtem Wetter ist klar, die ist aus Holz und quillt schnell auf, was leider sehr schade ist. Aber man kann die auch, glaube ich, imprägnieren. So. Zum Vergleich habe ich meine Barco-Lappländer dabei. Will ich aber loslegen. Also zum Vergleich mit der Barco schlägt die sich sehr gut. Die Zähne, weil die Sägezahnung ist etwas tiefer als die von der Barco und sägt beim Vor- und Zurückgehen. Es gibt ja auch Sägen, die sägen nur vorwärts oder nur rückwärts. Und ich finde, die schlägt sich nicht schlecht, ist der Barco im Schnitt ebenbürtig. Für mich gibt es da eine klare Kaufempfehlung. Natürlich ist sie fast so teuer wie die Barco. Aber ich würde, wenn, zu der Barco zurückgreifen. Das ist wohl eher was für kleinere Gartenarbeit. Die hat 22 Euro bei meinem Messerhändler gekostet. Aber wer sie gerne haben möchte, weil er ein Opinel-Fan ist, der sollte zuschlagen. So, jetzt will ich schon ein bisschen Holz bearbeiten, weil ich will auch was kochen. Das hier ist übrigens das Original
Kochset oder Messkit, wie man das nennt, der US-Streitkräfte und war schon im Zweiten Weltkrieg im Einsatz. Zum Einsatz kommt heute Feuerwehr. Holz habe ich übrigens hier schon klein gemacht gehabt vor ein paar Tagen und habe die dann eingepackt, damit die beim Regen nicht nass werden. Also ich nehme kein Holz von zu Hause. Von der Partie ist auch immer wieder das, was ich als mein Zunder von zu Hause nenne. Das sind eingelegte Holzstücke in Spiritus. Multitool. Wie man sieht, die geht ab wie die Hölle. Und zu essen gibt es Bratkartoffeln mit Hacksteak.
mit bei dem Set, diesem Mess-Kit, waren auch die Original, das Originalbesteck. Sehr lecker. Das ist schon gigantisch, was da für eine Hitzeentwicklung ist. Also die sind schon fast fertig. Nee, die sind fertig.
zu trinken gibt es Tannennadel. Da muss ich erstmal noch ein bisschen Tannennadeln besorgen. Okay.
fange ich schon mal an zu essen. Weil ich habe nämlich Hunger. Oh. Hi. Sehr lecker. Die Firebox arbeitet wirklich sehr gut. Also ich bin da sehr zufrieden mit. Wie ist ihr Preis auch wert? Also ich bereue den Kauf nicht. War zwar nicht so ganz günstig, ich glaube so 80 Euro, aber ich bin da sehr zufrieden mit dieser Sache. Auch sehr lecker, der Tee. Hackkartoffeln und Hackstück. Einfach. Das Wasser für den Tee sollte nicht kochen, denn
sonst gehen die, geht das Vitamin C darin verloren. Ich mache mir jetzt mein zweites Hackstück da drin. Ich sag dann mal tschüss, bis zum nächsten Mal, viel Spaß im Wald. Für Kommentare und Bewertungen danke ich mich schon mal im Voraus. Wenn ihr Lust habt, wenn euch das Video gefallen hat, meine anderen Videos auch, drückt auf den Subscriber-Button und schönen Tag noch. Tschüss. So, das hier ist jetzt mein, ja, mein kleiner Shelter. Das Fahrradmobil. Das hier ist die Stelle, an der ich sonst meine Videos drehe. Dürfte dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Und hier die Hütte, wie ich sie mal vorgefunden habe. Ich hatte mal geguckt, hier dass die Flasche, die hier liegt, die wurde nicht bewegt. Sonst wäre der Stock nämlich runtergefallen, das habe ich dann extra so gemacht. Das heißt, dieser Platz ist im Prinzip verlassen. Was mir an diesem Platz hier so gut gefällt, an diesem, wo ich mein Shelter gebaut habe, ist, der ist auch im Winter, wenn hier alle Blätter von den Bäumen gefallen sind, nicht wirklich einzusehen, weil sich hier Tannen befinden. Und das gefällt mir an diesem Platz sehr gut. So, jetzt werde ich zu Ende essen. Also, bis demnächst. Tschüss.